bevor es dann um 18 Uhr offiziell losgeht, haben wir heute... ich bin nicht so wichtig. Haben wir heute tolle Musik, höre zu, ankündigt wird er nachher, wenn sein offizieller Auftritt beginnt. Jetzt nur Vorspiel. Hau rein! Up holster chair, talking to some rich folks that you know. Well, I hope you won't see me in my reggae company. You know I could never be alone. Take me down, little Susie, take me down. Back road so I won't get away.
And if you give me green, white, and wine, then you show me a sign. By the sleet, had my head soaking up, but I'm still on my feet, and I'm still in a whole lot of trouble. And I smuggled some smokes and folks from Mexico, baked by the sun, every time I go to Mexico. And I'm still, and I've been found, missing the Tom Gary that had to be driven every kind of rig that's ever been paid. Driven the back road so I won't give way. And if you give me weed, whites, and wine, then you show me a sign. Be willing to be moving. Dr. J, der Sänger von Good Man Gone Bad und auch hier schon oft gewesen mit unserem Duo Alan J. Das lese ich jetzt alles hier ab, was ich gerade sage. Das ist nicht wahr. Ich hätte hier noch, was habe ich denn noch? Down in Mississippi vielleicht hier. In Erinnerung an den schönen Neckar habe ich jetzt nochmal ein Lied vom Fluss, vom Mississippi. Der ist ja fast genauso groß wie der Neckar anscheinend. Down in Mississippi, down in
where he was born. Down in Mississippi where he came from. Season on that robin, he had a suit and he went to jail. The season was always open on him. Nobody needed no bed down in Mississippi. Down in Mississippi. Mississippi, that's where they should put that downstairs Ridley Station, right? Dankeschön. Dr. J is my name. Also das war schon mal sehr vielversprechend. Wir freuen uns aufs Nachher, wenn es richtig losgeht. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des leistungsfähigen Kopfbahnhofes. Ich sage nur Energie, Feinstaub, Deutschlandtakt, Leistungsfähigkeit, von den Kosten ganz zu schweigen. Und dann war ja auch noch was mit Brandschutz. Ich begrüße euch herzlich zur 519. Montagsdemo. Kleiner Hinweis vorneweg, die Kundgebung wird auch parallel zur Demo als Livestream ins Netz gestellt. An der Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön für alle, die da drin involviert sind, dass das auch online zu sehen ist. So, die Demo steht unter dem Motto, ihr seid uns mit Abstand die Liebsten. Und wir haben heute eine Rednerin. Es handelt sich um Frau Prof. Dr. Hertha Däubler-Gmählin, Juristin und Bundesjustizministerin AD. Dann haben wir Musik. Eigentlich hätte Festtagsmusik die Ulmer Haus- und Hofkapelle des Widerstands spielen sollen, fällt krankheitsbedingt aus. Und ein ganz großes Dankeschön an Dr. J, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Ehrlich, vielen Dank. Und ja, ich würde sagen wir nachher. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir ganz einfach an, Frau Prof. Dr. Hertha Däubler-Gmählin. Ich sage was kurz dazu. War Bundesjustizministerin von 1998 bis 2000, von 1972 bis 2009 Abgeordnete der SPD im Deutschen Bundestag und durchaus nicht immer auf der Linie ihrer SPD, zum Beispiel bei Stuttgart 21. Deshalb hat sie auch seit Jahren immer wieder auf unsere Kundgebungen gesprochen und Partei ergriffen für die Kritikerinnen des Tunnelprojekts. Das tut sie heute wieder. Wir freuen uns auf ihre Rede, in der sie sicher auch die aktuellen Verwerfungen des Skandalobjekts anspricht. Herzlich willkommen. Willkommen in Stuttgart. Sie wohnen da in Tübingen oder in der Nähe. Und willkommen auf unserer Demo. Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank für diese liebenswürdige Anmoderation. Und die Zahlen, die Daten, die er genannt hat, waren auch beinahe richtig. Gell? Von daher gesehen, alles prima. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Auch von mir ein herzliches Willkommen zur, wie ich gehört habe, 519. Demonstration.
Montagsdemo gegen den Stuttgart Eiche 20 Wahnsinn. Also, wenn ich mich umgucke, entdecke ich ja eine ganze Menge bekannte Gesichter. Schön, dass Sie da sind. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was eigentlich das Vermummungsverbot noch soll. Gell? Aber auf jeden Fall sieht es von hier aus richtig gut aus. Gell? Also angesichts dieser vielen bekannten Gesichter gibt es bestimmt ein paar Kritiker, die sagen, ach, das sind ja sowieso immer die gleichen. Und die dann daran erinnern, da gibt es ja so ein wunderschönes schwäbisches Wort, das man bei vielen Bänken erwischt, nämlich das heißt, da hockert die, die immer da hockert. Gell? Und das wendet man dann an auf, da kommen ja die, die immer da kommen. Gell? Und was da natürlich mitschwingt, ist manchmal ein bisschen ein Verdacht, dass das ja sowieso eigentlich die gleiche sei, die könntet halt nicht aufhören, obwohl sie ja wüssten, es hätte nicht so arg viel Sinn, es sei doch ein gewisses Maß an Resignation oder immer sowieso das Gleiche. Ich will mich einmal damit auseinandersetzen, was für Gefühle Sie haben, wenn Sie an Stuttgart Eiche 20 denken und Ihnen auch einmal erzähle, was ich für Gefühle habe. Bei mir ist es ja so, ich komme, wie gesagt, wie er gerade gesagt hat, aus der Nähe von Tübingen. Tübingen ist, wie man weiß, der Vorort von Dusslingen. Dusslingen ist der weit bekannte, berühmte, weltberühmte Ort. Und da ich relativ viel in Berlin oder sonst wo in Frankfurt oder sonst wie zu tun habe, führt mein Weg immer über Stuttgart. Bloß der Ärger ist natürlich, ich muss immer im Hauptbahnhof Stuttgart einsteigen, weil meine Erfahrung mir mittlerweile gezeigt hat, dass von Dusslingen nach Tübingen umsteigen, von Tübingen nach Stuttgart umsteigen und dann in einen Fernzug einsteigen, da klappt mindestens eine Verbindung nie. Das heißt, gell, mein erster Ärger, wenn ich in Stuttgart in den Hauptbahnhof einsteige, ist schon erst einmal der, dass ich über die B27 mit dem Auto nach Stuttgart fahren musste. Und dann kommt der nächste Ärger, weil wer von Ihnen hat die Erfahrung mit der B27 von Reutlingen, Tübingen oder Hechingen? Da hat es jeden Morgen hat's da Tausende von Pendler, die quälen sich in die Stadt. Und das ist schon seit Ewigkeiten bekannt. Ein wahnsinniger Stressfaktor. Gell? Und da könnte man oder man hätte da mit einer Bahnlinie von Stuttgart nach direkt nach Reutlingen oder sogar mit einer S-Bahnlinie oder Richtung Tübingen und weiter viel an Entlastung und Umweltbewusstsein realisieren können. Das weiß auch jeder. Gell? Aber das ist offensichtlich unseren Verkehrsplanern ziemlich egal. So habe ich mich dann immer nach Stuttgart zum Hauptbahnhof gell, durchgequält. Gell? Und dann kommt schon dort der nächste Ärger. Da gucke ich mir dann immer rein nach rechts in die Baustelle. Ich liebe Baustellen. Und nach links in die Baustelle und dann bewundere ich diese unglaublich tollen Techniker und Ingenieure, was die da alles machen. Und da kommt mein Ärger, dass das an ein so verkorkstes Projekt verschwendet wird. Das ärgert mich ganz ungemein. Ich kenne eine ganze Reihe von diesen Ingenieuren und den Technikern, tolle Leute, die wirklich eine Menge an Ahnung haben und es wäre wirklich gut, man würde das zu Projekten machen, die uns wirklich von der Verkehrsleistung weiterbringen. Und das tut Stuttgart Eiche 20, wie wir wissen, nicht. Weiterer Ärger, weil ich bin nur lange nicht am Ende, damit Sie auch mal richtig sehen, mit welchem Ärger ich da jeweils hingehe. B27, Ärger mit der Verschwendung von Menschen. Und jetzt kommt diese unglaubliche Verschwendung an Geld dazu, weil man ja von Verkehrslaster zu Verkehrslaster sieht, dass da täglich Millionen in ein schwarz-rot-grünem Loch verschwindet. Einfach weg, ohne dass der Verkehrsnutzen tatsächlich zunimmt. Und wir wissen alle, dass diese Verkehrsleistung und dass diese Ressourcen an anderer Stelle wirklich gebraucht werden. Ich sehe da gerade ein Plakat von den Ingenieuren 22, die wissen das ganz besonders gut
Und die wissen auch ganz genau, dass ihre Kolleginnen und Kollegen dort bei der Baustelle das auch wissen. Jetzt hat aber, gibt es noch mal ein paar Punkte. Ich habe mich sehr gefreut, dass zu Beginn von Corona ein ganzer Haufen von Ihnen darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Arbeiterinnen und die Arbeiter in der Baustelle dort geradezu unglaublich schlechte Arbeitsbedingungen haben und auch außerordentlich unwürdige Wohnverhältnisse. Zusammengequetscht, da ist keine Distanz möglich, da ist die Ansteckung geradezu vorprogrammiert. Und da haben da auch viele hier aus dieser Gruppe gewarnt. Und leider Gottes, und das ist dann wieder Anlass für Ärger, ist das alles wieder einmal vom Tisch gewischt worden. Und was ist dann passiert? Na, hat Corona das doch wieder alles aufgedeckt, der Hotspot ist gekommen und man hat die Zahlen, wir alle haben die Zahlen der Ansteckungen, auch der Kranken, nicht nur der Infizierten, sondern auch der Kranken, haben wir alle noch im Kopf. Aber das Ärgerliche ist, haben Sie seit dieser Zeit mal wieder gehört, ob sich die Arbeitsbedingungen verbessert haben? Haben Sie was gehört davon, wie die Corona-Zahlen und die Ansteckungszahlen jetzt auf der Baustelle sind? Ich habe heute versucht, das rauszukriegen, auch bei den Stuttgarter Nachrichten. Da ist die letzte Meldung darüber auch schon ein paar Wochen alt. Ich möchte aber gerne wissen, ob jetzt tatsächlich die Arbeitsbedingungen besser geworden sind. Ich möchte gerne wissen, ob die Kontrollen da sind. Ich möchte gerne wissen, ob die Wohnverhältnisse der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer sich verbessert haben und ob jetzt auch wirklich der Mindestlohn bezahlt wird. Und ich denke, das wird jetzt einmal Zeit, dass auch die Stadt und dass auch die Deutsche Bahn dieses sehr deutlich sagt. Ich habe Ihnen gesagt, ich will Ihnen noch ein bisschen von meinem Ärger erzählen. Wenn Sie da drüben übrigens nicht so schreien würden, dann müsste ich auch nicht so schreien, Herr Ordner. Ja, ich habe Sie gerade angesprochen und habe die Bitte, dass Sie ein bisschen leiser schreien. Vielen Dank, das ist ganz prima. Aber jetzt, gucken Sie, ich bin eigentlich, und zwar immer, wir sind auch heute jetzt wieder mit den Öffis hier runtergefahren, ich bin eine Anhängerin des ÖPNV. Und ich bin auch eine Unterstützerin der Deutschen Bahn, das sage ich ganz offen. Und was mich ungeheuer ärgert, ist, dass die berechtigte Kritik an diesem verkorksten Projekt Stuttgart 21 auch die guten Nachrichten und das, was an der Bahn positiv ist, ständig überlagert. Das ärgert mich. Weil gucken Sie, es gibt positive Meldungen. Ich will Ihnen nur an zwei nennen, die mich sehr beeindrucken. Wir sehen zurzeit, dass in der Folgewirtschaftskrise zu Corona eine ganze Menge von Unternehmen Leute in Kurzarbeit schicken und entlassen. Das hat die Deutsche Bahn nicht getan. Die stellt auch weiter ein, die bildet weiter aus und sie bildet auch weiter fort. Das ist eine positive Nachricht. Und das muss man auch deutlich sagen. Und es ärgert mich, dass dieses blöde Projekt Stuttgart 21 diese gute Nachricht genauso überlagert wie eine zweite, nämlich dass jetzt endlich einmal Strecken repariert werden, dass Brücken repariert werden. Das alles dient ja dem Fernverkehr und auch dem öffentlichen Nahverkehr. Ich meine, ich muss allerdings dazu sagen, ich leide schon ein bisschen darunter, dass die Fahrt jetzt von Stuttgart nach Mannheim praktisch doppelt so lang dauert wie früher, das ist wahr. Ich kann nur hoffen, dass sich das bald wieder verändert. Aber da fällt mir dann immer ein, selbst wenn die Versprechungen zu Stuttgart 21 alle stimmen würden, was sie nicht tun, was wir wissen, dann wäre die Einsparzeit zwischen Frankfurt und München viel geringer als diese zusätzliche Fahrzeit, die wir jetzt gerade erleben von Stuttgart nach Mannheim. Einfach damit wir einmal die Dimensionen sehen. Dieses ärgert mich ganz ungemein und ich finde, das müsste nicht sein. Und jetzt komme ich noch einmal zum Ärger und das ist mein Hauptpunkt. Wissen Sie, ich rede ja auch viel, auch noch mit Leuten in der Politik, auch mit Leuten von der Bahn und die sagen Ihnen alle,
Im Einzelgespräch heute würde man so ein Projekt nie mehr so machen. Wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, das ist so. Da gibt es auch Hinweise, einiges von denen ist auch öffentlich geworden. Das finde ich übrigens gut und richtig. Bloß das Problem ist, daraus werden keine Konsequenzen gezogen. Und das ist das eigentlich Schlimme. Das ärgert mich. Die Erkenntnis ist da, aber die Befähigung oder die Fähigkeit oder der Wille zur Korrektur eines Fehlers fehlt. Und das ist genau das, was wir zurzeit heute sehen. Mich ärgert es, weil in den letzten Jahren hat es eine Menge an Überlegungen gegeben, wie man das verändern könnte, wie man umsteigen könnte. Diese Broschüre von 2018 in der aktualisierten Form, sehr empfehlenswert. Übrigens, Sie werden sie schon kennen, aber die Entscheidungsträger sollten sie endlich einmal lesen und dann in der Tat auf das eingehen, was jetzt gesagt wird, nämlich einen Dialog, einen Nachdenkdialog, was man jetzt vernünftigerweise machen kann, tatsächlich zu tun. Ich habe den Eindruck, es kommt ein bisschen Bewegung in die ganze Geschichte. Auch obwohl diese Korrekturfähigkeit und der Wille zur Fehlerkorrektur bei uns nicht so doll ausgeprägt ist. Und lassen Sie mich einmal sagen, das ist nicht bloß hier so bei Stuttgart 21, sondern leider Gottes, wie wir wissen, auch in vielen anderen Bereichen. Ich will jetzt mal auf diese üble Randale eingehen, über die wir uns wirklich alle höllisch geärgert haben. Und die einfach nicht geht, gar keine Frage. Ich fände es zum Beispiel richtig gut, wenn nicht bloß die Randalierer selber kapieren würden, dass sie sich zu entschuldigen haben bei den Polizisten, die sie angegriffen haben ohne Grund, und bei den Geschäftsinhabern, die sie geschädigt haben. Ich fände das richtig gut und bei den Zuguckern, die das gesehen haben, wäre das auch kein schlechter Stil. Aber übrigens, gerade im Gedenken und gerade in Erinnerung an den schwarzen Donnerstag, würde ich gerne die Polizei auch dazu auffordern, dass sie sich da nicht von irgendwelchen Rechten Scharfmachern zu sehr beeinflussen lässt. Diese sind alles Schwierigkeiten, die man bedenken muss, die man auch stimmungsmäßig nicht gegen andere fahren kann, so unmöglich diese Randale damals war. Ich hätte es sehr gerne, wenn man deswegen die Fehlerkorrektur allgemein sehen würde und nicht nur im Auge von dem, den man gerade nicht mag. Deswegen sage ich das. Ich habe in den letzten Tagen einen sehr schlauen Kommentar gelesen. Der hat gesagt, in Deutschland braucht man immer einen Skandal, bevor sich was ändert. Und der Kommentator hat es bezogen auf die Fleischindustrie und da stimmt es ja auch. Aber ich will jetzt einfach noch einmal sehr deutlich sagen, dieses gilt für Stuttgart 21 natürlich auch. Es gilt schon sehr viel länger und sehr viel besser durchdacht, einfach deswegen, weil die ganzen Probleme, die sich herausgestellt haben, mit Geld, mit falschen Angaben, mit Ressourcenverschwendung, mit geringerer Verkehrsleistung, die sind bekannt und sie sind auch auf den Tisch gelegt worden. Deswegen lassen Sie mich noch einmal zurückkommen auf meine Eingangsfrage. Wie ist es mit denen, die da immer kommen, um zu demonstrieren? Ich sage, die haben recht mit ihrer Hartnäckigkeit. Es ist wichtig, dass man die Bewegung, die es jetzt gäbe, könnte, tatsächlich unterstützt. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Das haben Sie ja in der sehr guten Pressemitteilung gesehen, die da auch verteilt wird und die auch der Spiegel aufgegriffen hat. Es geht um den Brandschutz bei Stuttgart 21. Der Brandschutz, der ganz offensichtlich nicht ausreicht, um dieses gesamte Projekt abnahmefähig zu machen. Und dieses muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Da sagen Leute, ja, der Brandschutz, der sei ausgelagert worden. Da sagt das Eisenbahnbundesamt, der sei nicht Teil oder dieses Planspiel, das gezeigt hat, wie schlecht er ist, sei nicht Teil des Planfeststellungsverfahrens gewesen. Dieses alles zusammen heißt, der Brandschutz reicht nicht aus.
Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, vor 2 Jahren habe ich ja hier schon mal geredet. Damals hatte ich den Herrn Geißler, der damals noch lebte, aufgefordert, doch wenigstens zu sagen, dass die Angaben, mit denen er die Volksabstimmung Baden-Württembergs damals maßgeblich beeinflusst hat, dass die nicht den Tatsachen entsprachen. Das hat er nicht gemacht, das konnte er nicht mehr machen. Die Aufforderung steht weiter, dass seine Kolleginnen und Kollegen übrigens aus allen politischen Lagern, die das unterstützt haben, das jetzt endlich einmal sagen. Das ist absolut notwendig und richtig. Und jetzt brauche ich ein Applaus. Aber nach dieser Rede hier, da habe ich von Ihren Ingenieuren und von anderen, Entschuldigung, ich muss niesen. Da habe ich von Ihren Ingenieuren, die als Experten ja da sind, und von Tunnelbauern und Experten Gutachten bekommen, wie die Tunnelrichtlinien aussehen, was die verlangen. Und die habe damals schon auf schwarz und weiß ausgeführt, dass die Bahnsteige zu schmal sind, dass die Wege zu lang sind, dass die Fluchtmöglichkeiten zu gering sind. Auf Deutsch, sollte es eine Brandkatastrophe geben, gibt es eine Katastrophe und es geht nicht. Das entspricht auch den Tunnel- und Brandschutzrichtlinien. Natürlich habe ich diese ganzen Papiere weitergegeben. Also nicht nur von Ihnen oder von den Anhörverfahren, sondern auch von mir kann keiner sagen, dass diese Erkenntnisse neu seien oder dass sie nicht auf dem Tisch liegen würden. Und ich darf Sie alle daran erinnern, was mit dem Flughafen Berlin-Brandenburg war. Da haben die zurzeit, haben sie, wo das also vor ein paar Jahren um eine ähnliche Situation hatte, viel Geld ausgegeben, da haben sie den Brandschutz auch ausgelagert und gedacht, also wenn dann schon so viel Geld ausgegeben worden ist, gell, dann wird man schon hinterher irgendwie genehmigen. Dieses war nicht so. Und das ist gut. Das heißt, da haben die Zuständigen in den Behörden ihren Job richtig gemacht. Und die haben nach Gesetz und Recht entschieden, die haben die Gesetze nicht verbogen. Und das ist genau das, was wir jetzt von den Zuständigen im Bund, beim Eisenbahnbundesamt, beim Bundestag, beim Land und bei allen Aufsichtsbehörden auch verlangen. Hier muss klar nach Recht und Gesetz gehandelt werden. Das Problem, lassen Sie mich das nur sagen, ist, in Berlin konnte man mit viel zusätzlichem Geld und mit viel zusätzlicher Zeit und noch mehr technischem Know-how diese Brandschutzregelungen machen. Ob das in Stuttgart 21 gelingt, ist die große Frage. Das heißt, es ist höchste Zeit, sich darum zu kümmern. Und deswegen ist die heutige 519. Demonstration wirklich richtig notwendig. Liebe Anwesende und liebe Freundinnen und Freunde, lasst mir noch einen Satz hinzufügen. Gestern habe ich mit einer jungen Frau gesprochen, die sich seit Jahren hier um Stuttgart 21 kümmert, die von Anfang an dabei war und mit viel Sachverstand und mit viel Engagement dieses Projekt begleitet hat. Und die hat gesagt, also irgendwie glaube ich nicht, dass die fähig sind, diese Fehler zu korrigieren. Irgendwie glaube ich beinahe nicht mehr, hat sie na Gott sei Dank nur dazu gesagt, dass hier Leute nach Recht und Gesetz entscheiden. Aber sie hat gesagt, wenn es so weit kommt, dann gehe ich nicht in diesen Tiefbahnhof. Und dann werde ich dafür werben, dass man den nicht benutzt, weil dann wegen des fehlenden Brandschutzes die Sicherheit der Kundinnen und Kunden nicht gewährleistet werden kann. Ich muss sagen,
ist dann richtig klar geworden, was das bedeutet. Das wäre wirklich der Super-GAU. Das wäre nicht nur ein Riesenfehler und ein unglaubliches Problem, sondern das wäre auch ein unglaublicher Vertrauensverlust. Nicht nur für die Politik in Bund und Land, sondern auch und gerade für die Deutsche Bahn. Und das kann sich die Deutsche Bahn nicht leisten. Deswegen, liebe Freunde, ist es gut, dass ihr da seid. Deswegen bedanke ich, dass ihr weitermacht. Und deswegen könnt ihr Gift aufnehmen, dass ich das auch tue. Ganz herzlichen Dank und alles Gute. Ja, Frau Däubler-Bähli, herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihre klugen Worte. Und kommen Sie gut nach Hause, grüßen Sie Tustingen von uns. So, nachdem jetzt mir zugetragen wurde, dass die Radler auch da sind, ein ganz besonderer Gruß an unsere Radler, die den weiten Weg ohne Stürze geschafft haben, hierher zu kommen. Willkommen hier. Vorneweg eine Info, heute gibt es mal wieder keinen Demozug. Aufgrund der Abstandsregeln haben wir darauf verzichtet. Die Demo endet dann nachher nach dem Schwabenstreich, den wir hier gemeinsam runterzählen und durchführen. Jetzt kommen wir zum nächsten Doktor. Dr. Jay, Sänger der Stuttgarter Band Good Man Gone Bad. Er arbeitet auch als DJ in Clubs, Gaststätten, Firmen und sonstigen Feiern. Auch bekannt aus dem Duo mit Alexander Scholb, Al und Jay, mit dem er schon öfters hier auch auf der Montagsdemo gespielt hat. Im Moment schreibt er sein erstes eigenes Soloalbum und Corona-bedingt ist er, wie eigentlich alle Berufsmusiker zurzeit, arbeitslos. Wer ein bisschen unterstützen möchte und kann, hinter der Bühne gibt es ein paar CDs, die man gegen Spende erwerben oder mitnehmen kann. Dr. Jay, hau rein. Ist doch ein richtiger Mikro. Hey ho. See the summer moon, the sky.
gonna see that love light in your eyes. I said 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If you can't find your love, love me again. Count down slowly from 10 to 1. You know, baby, it's true. I'm the only one. When I look into your eyes, I see the sun, the moon, the sky. See that love light in your eyes. I went 47 miles of barbed wire. Got a poker snake for a necktie. Got a brand new house on the roadside. Bet I'd rather stay high. Ran a gentleman, they don't want to stop. Let out of your human skull. Come on, baby, take a walk with me. Tell me who you love. When the night was black, the sky was blue. Down the alley I came through. Somebody shout, somebody scream. You should have heard just what I said. Who do you love? 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 Said, lonesome doctor, do you understand? I got a tombstone hand, a graveyard mind. Tell you, baby, what I don't mind. Ich habe ein paar CDs hier, wer welche kaufen will, könnt ihr mich sozusagen unterstützen. Wir Musiker sind arbeitslos, wie viele andere auch. Thank you, I love you too. Ja, Dr. J, das ist dein Doktortitel, rechtlich verdient. Mir hat es gut gefallen, darfst gerne mal wiederkommen. So, jetzt spielt auch noch das Glockenspiel der Stiftskirche. Als nächstes ein paar Termine. Nächste Woche bei der 520. Montagsdemo spricht unser OB-Kandidat Hannes Roggenbauch hier auf der Demo. Unter anderem auch bestimmt zum Thema Tunnelplanungen. Da wird es wieder hochinteressant.
Termin 2. Ganz wichtig, am Samstag, 18. Juli, 17 Uhr. Kundgebung, Eingang US-Afrikum in Stuttgart-Möhringen, Plieninger Straße 289. US-Afrikum und US-Eukum schließen. Militär weltweit abrüsten für globale Gesundheit und Entwicklung. Fluchtursache Krieg überwinden heißt auch Drohnenmorde stoppen. Die Kommandozentralen Afrikum und Eukum sind Drehscheiben für den weltweiten Drohnenkrieg und von NATO-Kriegsmanövern. Afrikanische Länder werden weiter destabilisiert. Wir wollen die US-Kommandozentralen für soziale und kulturelle Zwecke umwidmen, zum Beispiel für sozialen Wohnungsbau. Mit Musik von Konstantin Wecker und Sarah Straub, Redebeiträge von Martin Kunzmann, Vorsitzender DGB Baden-Württemberg, Henning Ziruk, Gesellschaft Kultur des Friedens, Dieter Reicherter, ehemaliger Richter, und Heike Hensel, Mitglied des Bundestags. Weitere Beiträge von Friedensinitiativen, Flüchtlingsgruppen, Klimaaktivistinnen, Friday for Future und Black Lives Matters. Nächsten Samstag, 18 Uhr, Möhringen, 17 Uhr. Die Montagsdemo ist bis auf Weiteres hier, wird bekannt gegeben, wenn sich das wieder ändert und auf dem Schlossplatz stattfindet. Einen Termin in eigener Sache möchte ich nur bekannt geben. Donnerstags von 17 bis 19 Uhr treffen wir uns immer bei der Mahnwache für Julian Assange am Rotebühlplatz, Querspange, wo die Marienstraße runterkommt. Donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Und ansonsten fangen wir erstmal an mit dem Schwabenstreich runter zu zählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vielen Dank für diese eindrucksvolle Dokumentation. Ansonsten bleibt mir nur noch übrig, euch zu sagen, kommt gut heim, einen schönen Abend, bleibt gesund und oben.